So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Video mal an. Und sympathisch zu fahren. Mal gucken, was für Zigaretten er gekauft hat. So, dann bin ich vom Zigarettenholen zurück. Ja, mal gucken, endlich. Was ich so verpasst habe. Gar nichts. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video und zwar Sascha liest Kommentare. Die Woche ist ja so schnell vergangen. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen alten Videos unterwegs und habe die lieben Kommentare von meiner geliebten Community durch... Ey, wo sitzt ihr denn da eigentlich? Ist das so wie so ein Schuppen oder ein Keller oder was? Oder ist das bei ihm zu Hause? Also die Gardinen, die sind ja mal richtig wild, ne? Gelesen und ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go! Ich finde es krass, wie konsequent inaktiv du bleibst. Respekt an dich! Inaktiv? Ich war doch nur kurz Zigaretten holen. Muss ehrlich zugeben, waren bis jetzt wirklich die stärksten 3 Monate auf deinem Kanal. Mach bitte weiter so. Alex, danke, dass auch du meinen Rücken hast. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Ja! Ja! Oh! Italien! Saschas Uploadplan: 2 Videos an einem Tag, 5 Wochen Pause, 1 Video, das 3 Tage zu spät kommt. Colin, ich glaube, du hast... Ich schwöre, könnte halt auch irgendwo ich sein, ne? Könnte halt irgendwo auch ich sein. Ja. Du hast einen Reiter vergessen. Ist zu früh für solche Späße, glaube ich. Neues Profilbild gibt Hoffnung. Oh. Oh. Vor 5 Monaten? Ja, gut. Das ist natürlich, Ein halbes Jahr kein Video, aber Hauptsache das Profilbild zu Carsten ändern. Freddy, komm, Bus bauen! Sorry, ein ganzes. Ein Jahr kein Video. Die haben alle so bestimmt Hoffnungen. Er kommt wieder. 5 Monate später. Ne, 4 Monate später, immer noch nichts. 5 Monate später, immer noch nichts bis jetzt. Video? Das muss ja gefeiert werden. Sage nein zu Alkohol. Ich sage nein zu Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Was ist Alkohol? Ich sage nein zu Alkohol. Hat er das wahrscheinlich sogar mit Alkohol-Intus aufgenommen? Ich sag nein zu Alkohol. Ich sage ja. Ich würde das Format feiern. Inscope, Top 10 Chats mit seinen One... Das lese ich lieber nicht vor. Wie heißt Dener, wenn er Hausverbot bekommt? Mehr Anzeigen. Felix vor dem Laden. So fangen wir gar nicht erst an. Junge! Für den nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen düstere Stimmung. Dankeschön. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir Videos von vor 2 Jahren anschaue. Entschuldigung. Die ich vergessen habe, damit es mir so vorkommt, als hätte Sascha ein neues hochgeladen. Oh. Oh nein, okay, aber das ist traurig. Mein Herz. Der Arme. Danke dir, Bruder. Leute tun so, als ob ich ewig lang weg gewesen wäre. Yo, Sascha, in der Zeit habe ich jetzt ein Kind bekommen, habe es zum Kindergarten gebracht, mein Kind hat einen Abschlag geheiratet, ich wurde Opa, ich liege unter der Erde, ich schreibe diesen Kommentar von dem Himmel. Perfekter Ton. Danke, Frank. Bitte. Danke, Frank. Jeden Sonntag 18 Uhr, der pünktliche Boss am Start, weil ich ein Macher bin. Hat er dich gemacht. Ey Sascha, bring mal den Müll raus. Nee, heute bin ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Das Einzige, was bleibt, sind Nikos Videos, welche mir pro Sekunde 10 Gehirnzellen abtöten. Die erste Shorts, die ich dabei hatte, habe ich 3 Tage lang getragen. Bitte, komm zurück und helfe deiner verlorenen Community, welche alleine in den Weiten des Internets umherirrt. Und lieber Tobi, da habe ich heute nur für dich eine Überraschung dabei. Spätestens jetzt hat er wirklich keine Gehirnzellen mehr. Lad doch was hoch jetzt! Also ich verstehe nur Bahnhof. Justin, ich arbeite doch schon dran.
Was ist mit Luca passiert? Luca, dem wird's schon gut gehen. Jo Leute, was geht und willkommen zu meiner neuen Roomtour. Mein Vater ist eher mit der Milch zurück, als dass mal wieder das nächste Video kommt. Und, wer war schneller? Sascha ist noch stabil im No-Noise-Video. Junge, Alter, wie er darauf reagiert, ist einfach bombastisch, ne? Also solche Aussagen hier, ne, darauf. Ja, schon. November dabei, mehr Anzeigen. Ach du Scheiße. Update 2 Monate später. Digi, du hast den NNVN durchgehalten. Respekt, lad bitte weiter so regelmäßig hoch, so ist es für uns alle sehr angenehm. Kein Ding. Update 4 Monate später. Wir sind sehr stolz. Wenn du so weitermachst, hältst du auch den Fern vom Hochladen Februar durch. Schaffe ich easy. Update 6 Monate später. Hatte heute kurz Angst, dass als April-Scherz ein Video kommt. Zum Glück zieht Sascha auch noch den absolut kein Video April durch. Ich weiß nicht, von was er spricht. Update circa 1 Jahr später. Jungs, schneid euch an, bald geht es wieder los. Und dann wieder jeden Sonntag. Heute kommt kein Video, Mann. Nicht nur, dass der Bruder jeden 2. Monat zurückgekommen ist, um seinen Kommentar zu updaten. Nein, er glaubt auch nicht dran, dass ich nicht jeden Sonntag ein Video hochlade. Ich habe die Challenge akzeptiert. Wenn ich es nicht schaffe, glatze. Oh, Sterling, nice. Der ist, glaube ich, ganz gut, oder? Costa Quanta, Chat. Also diesen Sonntag lade ich aber nicht hoch. Hä? Sieht gar nicht so scheiße aus, tatsächlich. Yo, Sascha, wo bleibst du? Ich bin beim Fantreffen. Leute, macht mal Lärm. Hä, was macht er mit diesem Polizeidingsbums? Ist er Polizist jetzt, oder was? Oder ist das einfach waren einfach bis jetzt die besten 11 Monate meines Lebens. Danke, Sascha. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. Dieser Humor einfach, ey. Saschas Videos sind so regelmäßig wie der Stuhlgang bei den älteren Herrschaften da draußen. Wen meint er damit? Ich verlose diesen Rentner. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Vor dieser Aussage habe ich auch selber Angst bekommen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Chats, Insta-Chats oder sonstige Chats rumfahren habt, sendet... Aber ey, ich finde ihn echt sympathisch. Ich habe den hier auch so... Ja, so halb kennengelernt, wo ich damals mit Nico, also InScope, unterwegs war. Da waren wir einmal mit Sascha und Sascha ist echt mega, mega nett. Also wirklich nett. Ich finde, in seinen Videos kommt er, denkt man so, also keine Ahnung, ich finde, in seinen Videos kommt er so ein bisschen manchmal so arschig rüber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn, wo ich ihn kennengelernt habe, war er echt korrekt. Also wirklich ganz, ganz netter Typ. Bitte an diese E-Mail-Adresse hier. Nach einem Jahr können diese Chats ganz übel werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Dann haben wir den Worldwide Walk Nummer 1. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter. Und mit dabei mein guter Freund Knossi. Ja! Trimax. Ja! Montana Black. Aber sie haben auch Unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November.